Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Ja, meine Freunde, wir spielen heute mit Darain oder im Englischen Robin. Let's go! Und wir spielen gegen einen Alf. Okay. Neutral. Tilt. Genial. Das Schwert ist jetzt sogar Blitz aufgeladen. Okay, Side-Tilt. Genau. Down-Tilt. Und Up-Tilt. Genau. Smash noch links. Mit Blitz. Und es sieht's unten. Es sieht's unten bei meinem Charakter, also bei Darain, so eine Anzeige. Down-Smash. Das ist die Anzeige, wie viel Magie bzw. Kraft er für die gewissen Sachen verbraucht. Upmash. Und das Schwert nutzt sich ab. Okay. Dann machen wir mit den Throws weiter. Upthrow. Downthrow. Sorry für den kurzen Cut. Nochmal Downthrow. Genau. Backthrow. Lauf da rein, lauf. Und Forward Throw. So. Jetzt fängt es lustig werden an. Neutral B. Jetzt ist das geile Blitzbuch aufgeladen. Bots! Das war, was ich im Kampf so geil aufgefangen habe mit dem Villager. So geil. Down Special. Ich sauge dir die Energie ab. Ich möchte sie immer noch absaugen. So geil. Side Special ist dieser Feuerding. Und alles nutzt sich mit der Zeit ab. Die vier Bücher, das Schwert nutzt sie euch ab. Und das finde ich eigentlich eine voll geile Mechanik. Weil, Up Special ist das gleiche Buch, wie wir es gerade bei den Tilts gehabt haben. Deswegen. Und, wenn das Buch aufgebraucht ist, wird es weggeschmissen. Und kann den Gegner treffen. So, und jetzt haben wir noch die Neutral Air. Wow, alles klar, sorry. Down, 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 Air. Up Air. Forward Air. Back Air. Jetzt hat sich das Schwert aufgebraucht. Jetzt haben wir einen Classic Sword. Jetzt warten wir ein bisschen. Ihr seht unten die Anzeige. Patz! Und das richtige Schwert ist wieder zurück. Back Air. Back Air. So. Und natürlich noch den Smash Ball. Und ich glaube, der war krank bei ihm. Kann mir man fast nicht mehr erinnern. Entschuldigung. Let's go. Ah, Chrom. Na! Verdammt, verkackt. Er muss aufstehen. Chrom! So geil. Und Chrom ist endlich mittlerweile ein Echo-Fighter von Roy und trotzdem noch bei seinem Special-Angriff dabei. Nun gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einem Kampf wieder. Bis gleich. So, Leute. Darain. Im Skin. In dem Skin. Let's go. Darain gibt's in männlich und weiblich. Let's go. Gegen einen Falco in lila. Auf der Donkey Kong Stage, okay. Und ich spoiler, ich kann Darain überhaupt nicht normal. Also wenn ihr halt was reißt, Respekt an mich selbst.
Oh, nein! Oh mein Gott, Falco! Ich dachte, du bist nur ein guter Musiker gewesen. Oh, okay, das war böse. Ich bin Österreicher, darf das machen. Nee, Spaß. Falco war ein geiler Musiker. Batz! Aber manche Sachen, was ich mir denke, beim Smashfight gegen meine Kumpelern und gegen meine Teammitglieder, nee, vergiss das. Die Smash-Attacken, vergiss das, dass sie die einsetzen können. Alter, wir sind so lang schon im Kampf. Hilfe! Schnauze. Ach komm, jetzt ist das Schwert nicht aufgeladen. Das wäre ein Kill gewesen. Alter, 153%, das ist böse. Dankeschön, Alter. Falco. Hilfe. Na gut, hier war 163%. 172. 177. 183, okay. Oh, schade. K187. 203. Lebt immer noch. Geilo. Schön. Wieder aufladen lassen. Ha! Und abfeuern. Nein! Das war schlecht. Boah! Geil! Ja gut, das war klar, dass er jetzt stirbt. Ha, Mihail wieder. Ha, schön. Das haben wir aber eh gesagt, dass Dara ihn mit einem lilanen Buch sich heilen kann. Oder sie sich heilen kann. Warum es zwei Variationen von Darain gibt, ist ganz einfach. Darain kommt, boah, glaube ich, in. Boah. Steinigt mir in die Kommentare, aber ich weiß jetzt nicht, ob Awakening, also Fire Emblem Awakening oder Fire Emblem. Ah, wie hat das zweite für ein. Oder das zweite für ein 3DS? Awakening oder. Auf jeden Fall in irgendeinem Fire Emblem hat man sich halt aussuchen können, ob man männlich-weiblich spielen kann und das ist der Hauptcharakter. Darain. Mit Chrom. Genial. Nun gut, Leute. Aber dann würde ich sagen, war's das wieder für diesen Part. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sagen wir mal tschüss mit Ö, ciao mit V. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Super Smash Bros. Ultimate wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus.